Und er wurde gerade angesprochen. Jetzt ist er hier, der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Grüß Sie. Wie ernst ist es Ihnen mit diesem angedrohten Koalitionsbruch? Ja, zunächst habe ich nicht mit dem Bruch der Koalition gedroht, sondern nur gesagt, die Grünen sind gerade dabei, die Grundlagen unserer Koalition in Frage zu stellen. Denn wir haben uns bereits darauf verständigt, nicht nur die Ministerpräsidenten, den Bundeskanzler, sondern wir auch in der Koalition, dass wir das Asylbewerberleistungsgesetz ändern müssen, weil in § 3 Absatz 3 steht Vorrang von Bargeld gegenüber der Bezahlkarte. Und wenn wir nicht Tausende von Prozessen erleben wollen in Deutschland, wenn wir eine Einheitlichkeit in ganz Deutschland wollen, dann muss das Gesetz geändert werden. Und wir sind wirklich not amused darüber, dass dauernd Demonstrationen gegen Rechtsradikale organisiert werden. Aber dort, wo die Leistungsfähigkeit der Demokratie gefragt wird, bei der Lösung der Migrationskrise, offensichtlich auf der Basis der Entscheidung der Grünen, wir versagen. Es gibt jetzt Spekulationen im politischen Berlin, warum die Grünen das auf einmal machen, das Ganze also blockieren zu wollen. Was ist da Ihre eigene Einschätzung? Gibt es irgendeinen Grund, das, was man schon besprochen hat, jetzt zurückzunehmen? Ich weiß das nicht. Ich möchte mich an Spekulationen auch nicht beteiligen, weil ich glaube, dass die Sozialdemokraten, die sich in ähnlicher Weise geäußert haben wie wir, nun eine besondere Verantwortung haben. Der Bundeskanzler insbesondere, denn seine Position wird ja in Frage gestellt nach der Einigung mit dem Ministerpräsidenten. Und wir müssen in Deutschland, wenn wir die Demokratie wirklich schützen wollen, deutlich machen, dass die Institutionen der Demokratie in der Lage sind, Probleme auch wirklich zu lösen. Und ich habe gehört, auch spekulativ, die Grünen wollen jetzt gerne, dass Ärzte nicht mehr Ausreisepflichtige, die sich versteckt haben, melden müssen, wenn sie zum Arzt gehen. Ich finde das eine interessante Idee. Das Problem ist nur, sie fordern damit zum Rechtsbruch auf. Denn entscheidend ist, dass diejenigen, die sich in Deutschland nicht aufhalten dürfen, auch des Landes verwiesen werden müssen. Und dazu müssen alle Menschen beitragen, die dazu beitragen können, wie gesagt, dass man derer auch habhaft wird, die sich gerade verstecken. Wie kann aber jetzt das Ende dieses Streits aussehen, der beim Thema ja jetzt angesetzt ist, Migration, das die Menschen wirklich bewegt und auch polarisiert? Ja, zunächst einmal kommen wir zu keiner Einigung. Dann bleibt das Gesetz, wie es ist. Dann werden Bundesländer und einige Städte und Landkreise das selbst einführen mit dem großen Risiko, dass sie, wie gesagt, beklagt werden von Flüchtlingsorganisationen und von Geflüchteten und Asylbewerbern. Das wird eine Riesenlawine von Prozessen auf die Justiz lostreten. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen das ernsthaft wollen. Denn die Diskussion darüber, dass wir in der Tat bei der Migrationsfrage zur Lösung kommen müssen, ist alt. Und wir werden erleben, dass wir bei den Wahlen alle abgestraft werden, alle Koalitionsparteien, wenn wir jetzt nicht mehr ernst machen mit dem, was bereits seit einem halben Jahr angekündigt wird. Schauen wir mal auf mögliche Koalitionen. Es gibt ein Flirten mit der Union von der FDP, das immer deutlicher wird. Es ist keine Koalition, die überraschen würde. Aber ist das ein Vorzeichen für ein frühzeitiges Ende der Ampel oder gehört das schon zum Wahlkampf fürs nächste Mal? Nein, ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass es ein Ende der Ampel vor Ablauf der Legislaturperiode geben wird. Wohin auch immer. Was soll denn dann anschließend passieren? Vor allen Dingen hat ja Friedrich Merz der FDP vor einigen Wochen ein Ultimatum gestellt, diese Koalition zu verlassen wegen der Grünen, um anschließend öffentlich zu erklären, dass er mit den Grünen gerne weitermachen würde. Diese Schizophrenie muss er der deutschen Öffentlichkeit noch mal erklären. Momentan spekulieren alle, wie das nach der nächsten Wahl aussehen würde. Die Grünen mit den Schwarzen, die Schwarzen mit den Grünen, die Roten mit was weiß ich wem. Und ich glaube, dass Bijan Djirsaray nur antworten wollte, das können wir auch. Es ist selbstredend so, dass wir im Bereich der Wirtschaftspolitik wesentlich größere Schnittmengen mit der Union haben. Bijan Djirsaray hat zu Recht gesagt, wir müssten der Union nicht dauernd erklären, wie Marktwirtschaft funktioniert, was wir bei den Grünen ja jeden Tag machen müssen. Und wir wären mit Sicherheit auch in der Lage, in der Migrationsfrage schneller zu einem Ergebnis zu kommen als in dieser Koalition. Aber noch einmal, es ist nicht die Vorbereitung als Koalitionsbruch, sondern es ist der Weckruf. Diese Koalition muss sich jetzt zusammenfinden oder wir werden alle bei den Europawahlen erleben, wie wir dramatisch abstürzen. Und dann wird es keine, auch nur ansatzweise gedachte Fortsetzung der Beteiligung der Grünen oder der Sozialdemokraten oder der Freien Demokraten an die nächste Koalition geben. Wenn wir Friedrich Merz schauen, sind Sie da fast ein bisschen enttäuscht, wie zurückhaltend er auf die Avancen der FDP reagiert hat? Nein, ich war nur heute überrascht, dass Markus Söder sofort gesagt hat, das sei seine Ideal-Traumkonstellation, nachdem er vor 14 Tagen der FDP noch alles Böse gewünscht hat. Das ist einfach im politischen Geschäft so. Ich glaube, dass Friedrich Merz sich keinen Gefallen damit tut, weil wir wissen, dass mehr als die Hälfte der Unionswähler Schwarz-Grün nicht wollen. Und je mehr er damit flirtet, desto schwächer wird die Union abschneiden. Ich muss das nicht beklagen, im Gegenteil. Ich kann jetzt nur sagen, wer will, dass die nächste Regierung vernünftig organisiert wird, der muss eben die Freien Demokraten unterstützen. Also kein Ende der Ampel in den Augen von Wolfgang Kubicki, aber man schaut schon, wie es weitergehen kann. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank.